So tun als ob. Luzi Locke kommt, um mit Peppa zu spielen. Hallo Peppa, sollen wir ein Fahrrad drin machen? Okay. Achtung, fertig, los! Oh nein! Was ist denn los, Peppa? Mein Reifen ist ganz platt. Da ist nur ein Loch drin. Ich bin zufällig ein Experte im Löcherflicken. Zuerst müssen wir das Rad abmontieren. Als nächstes ziehen wir den Reifen von der Felge. Wann kommst du denn, Peppa? Dann brauchen wir einen Eimer mit Wasser. Geht das nicht etwas schneller, Papa? Es dauert nicht lange, Peppa. In der Zwischenzeit kannst du ja so tun, als ob du Fahrrad fährst. Als ob? Ja, mit deinem eigenen Als-ob-Fahrrad. Okay. Ich habe mir ein sehr schönes Fahrrad ausgedacht. Ich fahre mit meinem Fahrrad rum. La 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 la. Warum läufst du denn so komisch? Ich laufe doch gar nicht, Luzi. Wo ist dein Fahrrad? Na hier. Das ist mein Als-ob-Fahrrad. Es hat glitzernde Räder und ist so schön wie ein Regenbogen. Oh, ich hätte gern auch so ein Als-ob-Fahrrad. Kein Problem, du kannst das Fahrrad haben, das du willst. Okay, mein Als-ob-Fahrrad ist pink und flauschig. Wow. Da kommt Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Spielt ihr beiden mit mir Ball? Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren Als-ob-Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo, Luisa. Wir spielen gerade mit unserem neuen Als-ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja! Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es schüttet, klatscht und klatscht, der Regen fällt, didelididelidi. Der Als-ob-Regen hat Als-ob-Pfützen gemacht. Hurra! Plitsch, platsch, platsch. Dein Fahrrad ist fertig. Jetzt brauche ich es gar nicht mehr, Papa. Oh? Ich tue gerade so, als ob ich in Matschepfützen herumspringe. Oh, ja. Große Pfützen, gut sehen die aus. Ich glaube, da hüpfe ich auch ein bisschen drin rum. Achtung, fertig. Stopp! Wieso? Was ist denn, Peppa? Wenn du in Matschepfützen herumspringen willst, musst du Gummistiefel anziehen. Aber guck doch mal, meine besten Als-ob-Stiefel. Also dann darfst du auch herumhüpfen. Achtung, fertig, hopp! Papa Wutz liebt es, in Als-ob-Matschepfützen herumzuspringen. Alle lieben es, in Als-ob-Matschepfützen herumzuspringen. Eine lange Zugfahrt. Peppa und ihre Familie frühstücken. Oh. Was ist denn los, Papa Wutz? Ich muss für meine Arbeit sehr lange verreisen. Können wir auch mitkommen? Es ist Arbeit, Peppa, und es ist eine sehr, sehr lange Zugfahrt. Duftuf. Können wir bitte mitkommen? Es wird anstrengend.
Ich beurteile Beton. Ich muss seine Rohdichte prüfen, um die Hohlräume im Zuschlag berechnen zu können. Ich muss das auch alles prüfen. Was sagt Mama Wutz dazu? Ich finde, es könnte nett werden. Es ist hunderte Kilometer weit weg. Wir müssen ins Ausland. Bitte, Papa Wutz. Okay, dann fahren wir zusammen. Hurra! Peppa und ihre Familie warten am Bahnhof. Frau Mümmel ist die Lokführerin. Alle an Bord! Volle Kraft voraus! Sind wir bald da, Mama? Nein, Peppa. Es ist eine lange Reise. Du musst ein bisschen Geduld haben. Sing doch ein Lied, damit die Zeit vergeht. Okay. Klicke-di-klack, klicke-di-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 klicke-di-klicke-di-klack. Ich hab ein Lied gesungen. Sind wir denn jetzt bald mal da? Es liegt noch ein weiter Weg vor uns, Peppa. Wir werden unser Ziel nicht vor morgen früh erreichen. Und wo sollen wir schlafen, wenn Schlafenszeit ist? Na, hier. Das ist doch kein Schlafzimmer, Papa. Wart's mal ab. Zauberbetten. Und da putzen wir die Zähne. Ein Zauberbadezimmer. Ein klitzekleines Becken mit klitzekleinen Wasserhähnen. Das ist noch nicht alles. Eine Zaubertoilette. Und was ist das hier für ein Knopf? Papa hat die Zauberdusche gefunden. Hallo. Ihre Pässe, bitte. Natürlich. Oh, Sie müssen Herr Wutz sein. Der Herr Wutz. Sie kommen sicher, um unseren Beton zu überprüfen. Ja. Kennen Sie mich etwa? Oh, Sie und Ihre Betonkenntnisse sind in unserem Land berühmt. Aber ich will Sie nicht länger stören. Gute Nacht. Gute Nacht. Es ist Schlafenszeit. Gute Nacht, Peppa und George. Gute Nacht, meine kleinen Schweinchen. Gute Nacht. Peppa und George übernachten zum ersten Mal in einem Zug. Klicke-di-klack, klicke-di-kluck, auf Schienen fährt der Zug. Tuff, 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 la, 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 tut, tut. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück im Zug. Guten Morgen. Frau Mümmel. Sollten Sie nicht besser in der Lok sein? Keine Sorge. Der Zug fährt auf Schienen. Der verirrt sich schon nicht. Möchten Sie Kaffee oder Orangensaft? Ich hätte gerne beides. Nein, Kaffee oder Orangensaft. Sie können nicht beides haben. Bei dem berühmten Herrn Wutz können wir doch wohl ausnahmsweise mal eine Ausnahme machen. Kaffee und Orangensaft. Dankeschön. Entschuldigen Sie. Ich bin König Alfonso. Könnte ich bitte auch Kaffee und Orangensaft bekommen? Nein, das ist unmöglich. Peppa und ihre Familie kommen nach einer langen Zugfahrt am Ziel ihrer Reise an. Es ehrt uns, dass Sie uns hier besuchen, Herr Wutz. Dankeschön. Hier kommt schon der Beton. Was sagen Sie dazu? Papa Wutz ist ein Fachmann für Beton. Ausgezeichnet. Hurra! Ich hoffe, die Zugfahrt war nicht zu lang und anstrengend für Ihre Familie. Nein, sie war herrlich. Und was machen wir jetzt? Meine Arbeit ist erledigt. Also können wir mit dem Zug nach Hause fahren. Oh, supi! Dann können wir wieder im Zug übernachten. Peppa liebt lange Zugfahrten. Alle lieben lange Zugfahrten. Die Polizei. Peppa und ihre Freunde haben Fahrräder mit zur Spielgruppe gebracht. Kinder, heute erwarten wir überaus wichtigen Besuch. Die Polizei kommt gleich zu unserer Spielgruppe. Oh! Polizeiautos haben ein richtiges Blaulicht. Nina, Nina. Nein, es klingt Tita, Tita. Nein, Tita. Diese Autos machen so. Tita, Tita. Ja, ja, um darauf zurückzukommen, was ich euch heute zu unserem Besuch sage. Hurra, die Polizei! Da kommt die Polizei. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So sagt die Polizei hier hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Polizeiwachtmeisterin Eichhorn. Und ich bin Polizeiwachtmeister Panda. Wir sind gekommen, um mit euch zu üben, wie ihr sicher auf euren Fahrrädern fahrt. Oh!
Stimmt, dann legt mal los und zeigt, wie ihr das macht. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp. Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich habe keine Klingel. Ich habe eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So, wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Sind Sie bereit für Madame Gazelle? Ende. Schicken Sie sie runter. Ende. Ich denke, das ist eigentlich nicht nötig. Ich bin Lehrerin und müsste eigentlich nicht mehr... Antipost! Ohren und Augen offen halten! Ohren und Augen offen halten, jawohl. Juhu! Ah, das war Spaß! Klingeln Sie! Oh ja, klingeln! Bremsen! Oh ja, bremsen! Gut gemacht. Im Straßenverkehr müsst ihr immer besonders gut aufpassen. Kinder, bedankt euch bei den Polizisten, dass sie sich heute die Zeit genommen haben, um uns etwas so Wichtiges beizubringen. Dankeschön! Das haben wir sehr gern getan. Wenn ich groß bin, möchte ich auch Polizeiwachtmeister sein. Und was magst du besonders gern am Beruf des Polizisten? Ich mag gern die Trillerpfeife. Sehr gut gemacht. Aber als Polizist muss man noch einiges mehr können, als nur zu pfeifen. Oh ja, unsere Arbeit ist ganz schön anstrengend. Wir haben jede Menge wichtiger Sachen zu tun. Wie, Die Polizei löst rätselhafte Verbrechen und fährt Autos mit Blaulicht. Nina, Nina, Ganz genau, Freddy. Also gut, wir müssen jetzt wirklich weiter. Und nicht vergessen, immer schön die Ohren und Augen offen halten. Boah! Wer hat denn den Baum da hingestellt? Ja, das ist kein sicherer Platz für einen Baum. Ich werde das notieren. Gefährlicher Baum im öffentlichen Straßenverkehr. Ha, seht ihr, Kinder? Ein Polizist ist nie fertig mit der Arbeit. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Peppa liebt die Polizei. Alle lieben die Polizei. Der Rettungswagen. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute kommt Dr. Bär, um uns einen Rettungswagen zu zeigen. Ich mag Rettungswagen. 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 Macht der Rettungswagen auch Nina, Nina, Nina? Ja, danke schön, Freddy. Das macht er bestimmt. Hier kommt Dr. Braunbär. Hallo, Dr. Braunbär. Hallo, Kinder. Wer von euch weiß denn, wie man das hier nennt? Das ist ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen. Und weiß denn auch jemand, wofür man den braucht? Damit bringt man kranke Leute ins Krankenhaus. Ganz genau. Können wir bitte das Nina, Nina nochmal hören? Ja. Normalerweise benutzen wir das nur bei einem echten Rettungseinsatz. Dr. Braunbär, könnten Sie uns zeigen, was Sie bei einem echten Rettungseinsatz machen? Ja, mache ich gerne. Dazu brauche ich den Teddy und diesen Ball. Oh! Neulich spielte Teddy mal Fußball, als er, upsie, über den Ball stolperte. Jemand rief sofort den Rettungswagen.
Freddy, würdest du noch mal das Rettungswagengeräusch machen? Nina, Nina, Nina. Als erstes schaue ich nach, ob der Patient auf mich reagiert. Bekomme ich eine Reaktion? Ja, Doktor. Kannst du mir deinen Namen nennen? Ich heiße Herr Teddybär. Was ist Ihnen denn zugestoßen, Herr Teddybär? Ich bin über einen Fußball gestolpert. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wir legen den Fußball jetzt mal so hin, dass keiner mehr drüber stolpern kann. Schildern Sie mal, Herr Teddybär. Wo tut's denn weh? Mein Arm tut weh. Dann werden wir als erstes mal einen schönen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Teddy waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Und so arbeiten die Rettungshelfer. Wundervoll. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Dankeschön, Dr. Braunbär. Sehr gerne geschehen. Und denkt dran, immer schön Ausschau halten, wohin ihr geht. Dann... Dr. Braunbär rollt den Hügel hinunter. Er rollt durch einen pieksigen Busch. Er ist an einen Baum geknallt. Und Äpfel fallen ihm auf den Kopf. Ach du Schreck, rufen wir einen Rettungswagen. Hier ist doch der Rettungswagen. Oh, ja, dann allesamt in den Rettungswagen. Hurra! Oh. Keine Sorge, Dr. Braunbär. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Dankeschön, aber ich glaube, ich brauche keine Hilfe. Ich bin ja der Doktor, schon vergessen? Ja, aber wir müssen alles überprüfen. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht... Kein Wort mehr. Kinder, was tun wir als erstes? Reaktionstest. Sehr gut, Peppa. Können Sie reagieren, Doktor? Kann ich. Gut, er reagiert auf uns. Das ist alles sehr nett von euch, aber ich... Wer weiß, was wir als nächstes machen? Wir fragen, wie er heißt. Ja, aber in diesem Fall wie ist es... Wie heißen Sie? Dr. Braunbär. Jetzt fragen wir ihn, was passiert ist. Das habt ihr doch gesehen. Ich bin über den Ball gestolpert und den Hügel hinabgerollt. Das war aber ganz schön dumm von Ihnen, oder? Wo tut es Ihnen denn weh? Mir tut es überall weh. Wo tut es denn am meisten weh? In meinem Arm und mein Bein und hier an meinem Kopf. Dann werden wir mal einen Verband anlegen. Und weil Sie so ein tapferer Doktor waren, bekommen Sie jetzt ein Abzeichen. Kinder, sagt Dankeschön zu Dr. Braunbär. Er hat uns allen ja so wundervoll gezeigt, wie die Rettungshelfer arbeiten. Es war mir ein Vergnügen. Dr. Braunbär mag die kleinen Rettungshelfer. Alle sind gerne Rettungshelfer. Ein Tag in Paris. Peppa besucht ihre Freundin Elena Esel in Paris. Sind alle abfahrbereit? Ja, Papa Wutz. Also Paris, wir kommen. Mama, wo ist denn Paris? Paris ist in Frankreich. Dahin müssen wir mit einer Fähre fahren. Was ist denn eine Fähre? Wirst du gleich sehen. Das ist die Fähre. Boah. Hier sind aber ganz schön viele Autos drin. Lasst uns lieber nach oben gehen und ein bisschen frische Seeluft schnuppern. Guck mal, Mama, das Schiff schaukelt auf und ab. Ja, Peppa. Mama Wutz mag es nicht, wenn das Schiff schaukelt. Die frische Seeluft macht mich ordentlich hungrig. Wer möchte etwas essen? Nein, danke schön. Die Wellen werden größer. Hier, ich hab dir ein Brot mit Spiegeleiern mitgebracht. Oh. Land, ahoi! Die Fähre ist in Frankreich angekommen. Denk dran, Papa Wutz. Sie fahren hier vielleicht anders als wir. Autofahren bleibt Autofahren, Mama Wutz. Siehst du, es funktioniert hier genauso wie bei uns. Hallihallo. Peppa und ihre Familie sind in Paris angekommen. Elena Esel und ihre Familie warten schon auf sie. Bonjour. Bonjour, Elena. Bonjour heißt guten Tag auf Französisch. Oho, was wollen Sie sich hier am liebsten anschauen? Ich möchte mir einfach alles anschauen. Oh, alles von Paris kann man sich nicht an einem Tag anschauen.
Dann möchte ich das richtige, das verborgene Paris anschauen. Das Paris, das die Touristen nicht zu sehen bekommen. Bravo, Herr Wütz. Sagen Sie mir, welchen Teil des richtigen, verborgenen Paris möchten Sie sich denn zuerst anschauen? Den Eiffelturm, wenn's geht. Ah, verstehe. Das ist der Eiffelturm. Oh, ist hier viel los. Wie voll es dann erst dort sein muss, wo die Touristen sind. Guck, Mama, da ist Frau Mümmel. Ich wusste gar nicht, dass Sie hier auch noch arbeiten, Frau Mümmel. Excusez-moi, ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Oh, das tut mir leid. Souvenirs, holen Sie sich hier Ihren Eiffelturm in klein. Der echte Eiffelturm ist aber wirklich groß. Können wir raufklettern? Das ist allerdings ziemlich hoch. Papa Wutz mag große Höhen nicht. Sorgen Sie sich nicht, Herr Wütz. Wir nehmen den Fahrstuhl. Alle hopp! Zum Glück habe ich das hinter mir. Oh nein, das war nur die erste Etappe. Als nächstes müssen wir die Treppen hochgehen. Wenn dir schwindelig wird, Papa Wutz, mach besser die Augen zu. Okay. Noch höher dürfen wir als Besucher nicht hinauf. Genießen wir die Aussicht. Oh! Diese Treppe nimmt einfach kein Ende. Oh je, Papa Wutz sieht nicht, wohin er geht. Er klettert höher und höher und höher. Was für ein herrlicher Blick über Paris. Es sieht toll aus. Ja, was sagen Sie dazu, Herr Wütz? Herr Wütz? Wo seid ihr denn bloß alle? Oh. Papa Wutz ist auf der höchsten Spitze des Eiffelturms. Halt dich fest, Papa Wutz! Ich werde den Rettungsdienst anrufen. Was für ein Glück, dass Sie da sind, Frau Mümmel! Ich bin nicht diese Frau Mümmel. Ich bin Mademoiselle Lapin. Keine Sorge, Herr Wutz. Ich hole Sie da wieder runter. Oh, jetzt geht es ja noch viel höher. Was kannst du von da oben sehen? Also, ich sehe einfach alles. Mein Papa hat sich in Paris alles angeschaut. An einem Tag. Der Weihnachtsmann. Bald ist Weihnachten. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, wir wollen heute ein Weihnachtsspiel einüben. Hurra! Klausi Kleff spielt den Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Wendy Wolf spielt einen Elf. Oh, supi. Ich möchte gerne die Weihnachtsfee spielen. Dann spielst du die Weihnachtsfee, Peppa. Ich will die Krankenschwester sein. Aber im Weihnachtstheater spielt gar keine Krankenschwester mit. Und wenn dabei einer krank wird, was dann? Du hast recht, dann spielt Luzi eben die Krankenschwester. Ich wäre gerne ein Schneeflöckchen. Okay. Also, jetzt könnt ihr alle eure Rollen üben. Am nächsten Tag sind Peppa und ihre Familie im Supermarkt. Papa, da ist der Weihnachtsmann. Dann geh doch mal zu ihm hin und sag ihm Hallo. Hallo, ich bin es, Peppa Wutz. Hallo, Peppa. Freust du dich denn auch schon aufs Weihnachtsfest? Oh ja, und wir führen auch ein Weihnachtsspiel auf. Ich bin die Weihnachtsfee, Luzi ist eine Krankenschwester und Klausi spielt dich. Ho, ho, ho. Kommst du denn zu unserer Aufführung? Es ist leider so, dass ich in dieser Jahreszeit sehr beschäftigt bin. Ach, bitte. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Peppa und ihre Freunde hängen Weihnachtsschmuck auf. Der Weihnachtsmann schaut sich unsere Aufführung an. Woher weißt du das? Weil er es mir im Supermarkt gesagt hat. Ich habe ihn im Blumenladen getroffen. Da hat er mir das nicht gesagt. Ich habe ihn im Baumarkt getroffen. Mir hat er auch nichts gesagt. Oh! Peppa und ihre Familie sind zum Weihnachtsbaumarkt gefahren. Schaut, hier ist der Weihnachtsmann auch. Hallo, verrätst du mir, wer du bist? Peppa, hast du das etwa vergessen? Vergessen? Nein, nein, nein. Gut. Und du kommst doch zu der Aufführung? Was? Zum Weihnachtsspiel. Natürlich. Ich gucke, was sich einrichten lässt. Oh,
supi! Es ist Zeit für das Weihnachtsspiel. Alle Eltern wollen es sich anschauen. Können wir jetzt anfangen, Kinder? Wir können noch nicht anfangen. Der Weihnachtsmann ist nicht da. Er hat gesagt, er sei vielleicht zu beschäftigt, um heute dabei zu sein, Peppa. Hat er das? Aber schau, alle Eltern sind hier. Die Aufführung kann starten. Schnee, Schnee ist, was ich mag. Schnee bei Nacht und Schnee bei Tag. Macht alles weiß auf einen Schlag. Schnee, Schnee, Schnee. Ich bin die kleine Weihnachtsfee. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich gucke, ob es dir gut geht. Ich bin nämlich die Weihnachtsschwester. Sag A. Du bist gesund. Du kannst jetzt gehen. Wundervoll. Ho, ho, ho. Der Weihnachtsmann. Du bist ja doch noch vorbeigekommen. Und es hat sich sehr gelohnt. Musst du an Weihnachten wirklich in der ganzen Welt herumreisen? Ja. Und wie machst du das? Ich nehme meinen magischen Schlitten und die Rentiere. Boah. Zeigst du uns den Schlitten mal? Bestimmt ist der Weihnachtsmann zu beschäftigt, um uns seinen Schlitten zu zeigen. Das stimmt. Ich habe wirklich sehr viel zu tun. Aber natürlich zeige ich euch meinen Schlitten. Kommt alle mit nach draußen. Boah. Der ist aber schön, der Schlitten. Macht es Spaß, damit zu fahren? Steigt ein, dann zeige ich's euch. Warum nicht? Eine Schlittenfahrt auf dem Parkplatz? Und jetzt bitte festhalten. Achtung, fertig! Los! Das ist ja fantastisch! Das kann ich jetzt nicht glauben. Wir fliegen. Geht es noch schneller? Festhalten! Jetzt kommt ein Looping! Das war richtig toll! Ja. Frohe Weihnachten euch allen. Ho, ho, ho. Im Zoo. Peppa und ihre Spielgruppe machen heute einen Ausflug in den Zoo. Kinder, ihr werdet heute im Zoo sehr viele neue Tiere kennenlernen. Gleich werden wir uns nämlich auch wilde Tiere anschauen. Oh! Aber ihr müsst keine Angst haben. Die wilden Tiere wohnen nämlich alle in sicheren Gehegen. Oh. Ah, da ist ein Löwe ausgebrochen. Hallo, ich bin Herr Löwe. Herzlich willkommen im Zoo. Es ist Herr Löwe, der Zoodirektor. Hallo, Herr Zoodirektor. Sie haben Glück, Sie kommen genau richtig zur Fütterungszeit. Oh! Hier lang geht's zu den Tieren. Hier leben die Schildkröten. Oh! Das Tor ist immer geschlossen, damit sie nicht wegrennen. Sie sehen nicht aus, als ob sie rennen könnten. Nein, sie bewegen sich sehr, sehr langsam. Ja, ihre Langsamkeit lässt sie sehr, sehr alt werden. Wie alt können sie denn werden? Schildkröten werden 100 Jahre alt. Boah! Also Fütterungszeit. Wer weiß, was Schildkröten gerne fressen? Die meisten Schildkröten fressen gern Gemüse. Das stimmt. Deshalb füttern wir sie mit Salat. Herr Löwe füttert die Schildkröten mit Salat. Aber ihr müsst wissen, dass natürlich nicht alle Tiere am liebsten Gemüse fressen. Sehr richtig, Frau Antilope. Mein Name ist Madame Gazelle. Verzeihung, Gazelle, Antilope. Aus irgendeinem Grund bringe ich die beiden jedes Mal durcheinander. Herr Löwe, welches Tier schauen wir uns denn als nächstes an? Ich gebe dir einen Tipp. Das nächste Tier lebt im Wasser. Ist das hier ein Wal? Oder ein Hai? Ihr werdet's gleich sehen. Dann werft mal einen Blick ins Wasser. Ich kann da überhaupt nichts sehen. Ich glaube, da ist niemand drin. Wartet, wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr es auch sehen. Ah, Krokodil! Hallo, ich bin Frau Krokodil. Ich passe hier auf die Pinguine auf. Oh, Pinguine! Sind sie nicht niedlich? Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh! Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Oh! Die
Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann! Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Die Doktoren. Es ist Spielzeit in Peppas Spielgruppe. Hörst du das Geräusch? Es kommt von oben aus dem Baum. Es ist die Schildkröte Knirpsi. Freche Knirpsi, komm sofort runter. Ich kann den Baum schütteln, um Knirpsi runterzuholen. Tut ihr das nicht weh, Petro? Keine Sorge, ich bin Super Petro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knirpsi ist auf Petros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Petro, ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Eine verletzte Nase, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, Du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Petros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktoren. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knirpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Können die Herren Doktoren dieser Schildkröte in Not helfen? Nein, ich fürchte, wir können leider keine Tiere behandeln. Oh, Sie brauchen einen Tierarzt. Ein Tierarzt ist ein Doktor für Tiere. Hallo, Dr. Hamster am Apparat. Schildkröte Frosch herum, sagen Sie? Ich bin gleich da. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Hallo, Doktor. Also, wo ist die Patientin? Hier, sie ist vom Baum gefallen. Knirpsi, du freche Kröte. Was habe ich dir übers Bäume hochklettern gesagt? Kann sie wieder gesund werden? Ja, drehen wir sie einfach mal um. Hier, so gut wie neu. Hurra!
Eine interessante Methode, die Sie da anwenden. Meine übliche Kontrolluntersuchung. Hier kommt Dr. Elefant, der Zahnarzt. Hallo zusammen. Es ist wohl ein Notruf eingegangen. Sind alle Zähne in Ordnung? Ja, danke schön. Ein Zahnarzt ist ein Doktor, der sich um die Zähne kümmert. Dann fahre ich mal weiter. Oje, das Auto von Dr. Elefant springt nicht an. Weiß irgendjemand von den anwesenden Doktoren, wie man ein Auto repariert? Nein. Ich weiß, wen wir anrufen. Hallo, Opa Clefs Autowerkstatt. Ärger mit dem Auto? Ich bin sofort bei Ihnen. Hallo. Hallo. Motor bitte starten. Probier's nochmal. Hier, so gut wie neu. Hurra! Opa Clef ist ein Autodoktor. Es gibt Doktoren für alles, sogar für Autos. Die Musikstunde. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, heute wollen wir mal unsere Vorstellungskraft benutzen, um uns zur Musik zu bewegen. Oh. Woran müsst ihr denken, wenn ihr diese Musik hört? Ich muss dabei an Klavier denken. Okay. Ich denke bei der Musik an Musik. Ja, nutzt eure Fantasie. Was für Bilder fallen euch zu dieser Musik ein? Mir fällt zu der Musik ein blühender Kirschbaum ein. Er wiegt seine Zweige im Wind auf der Spitze eines Berges. Sehr schön, Luisa. Und jetzt stellt euch alle vor, dass ihr dieser prächtig blühende Kirschbaum seid. Ihr steht auf der Bergspitze, eure Äste wiegen sich im Wind. Ihr seid ein Baum. Eure Füße sind Wurzeln im Boden. Fühlt den Wind in euren Zweigen. Spürt die Sonne auf euren Blättern. Ihr seid ein Baum. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik hier an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm, aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, danke. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, sing, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hört zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Also ich fühle mich müde. Ist der Apparat etwa schon wieder kaputt gegangen? Oh nein, das ist Musik. Sie erinnert mich an einen herrlichen Garten, an einem heißen Sommertag, einen jungen Mann mit einem gebrochenen Herz. Können wir bitte wieder die Weltraummusik hören? Das war keine Musik, das war der kaputte Apparat. Gefällt euch diese Musik nicht? Nein. Madame Gazelle, können Sie den Apparat noch mal kaputt machen? Nein. Sieht so aus, als könnten eben nicht alle dieselben Dinge im Leben mögen. Also ich mag gerne Weltraummusik. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Schon gut, schon gut.
Woran müsst ihr bei dieser Musik denken? Ich weiß es. Bei dieser Musik denke ich daran, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Hier lang! Los, Alumina! Pitsche, patsche, mitsch, matsch, Matschepfützen. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch, platsch. Mit nem Pitsch, patsch hier und nem Pitsch, patsch da. Hier ein Pitsch, da ein Patsch, überall nur Pitsch, Patsch. Pitsche, patsche, mitsch, matsch, Matschepfützen. Platsch, 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 platsch. Peppa liebt es, sich zur Musik zu bewegen. Alle lieben es, sich zur Musik zu bewegen. Der Kürbiswettbewerb. Peppa und ihre Freunde sind in der Spielgruppe. Kinder, es dauert nicht mehr lange bis Halloween, liebe Kinder. Und deshalb möchte ich gerne einen Kürbiswettbewerb mit euch machen. Oh! Habt ihr alle einen Kürbis mitgebracht? Ja! Ich habe meinen Kürbis aus dem Garten. Meine Mama hat meinen Kürbis aus dem Supermarkt mitgebracht. Und mein Kürbis wurde aus richtigem Plastik gemacht. Ich habe meinen Kürbis nicht mitgebracht, weil Opa Wurz ihn nämlich noch wachsen lässt. Gut. Denkt nur alle daran, eure Kürbisse gründlich auszuhöhlen, damit sie heute Abend zum Wettbewerb schön leuchten. Es gibt Preise für alle, die teilnehmen. Opa und Oma Wurz wollen Peppa abholen. Wutz, Opa Wutz, hast du an meinen Kürbis für den Wettbewerb gedacht? Oh, keine Sorge, Peppa. Dein Kürbis liegt rund und gesund in meinem Gewächshaus. Ist mein Kürbis denn auch groß, Opa Wutz? Oh, ja. Das ist Opa Wutz' Gewächshaus. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz! Das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mümmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar. Alle an Bord. Nächster Halt, die Spielgruppe. Ich fürchte, wir müssen leider ohne Peppa anfangen. Hm, aber ohne Peppa macht es gar keinen Spaß. Der Preis für den schönsten Kürbis aus dem eigenen Garten geht an Luzi Locke. Das bin ich. Das macht Spaß. Der Preis für den besten im Supermarkt gekauften Kürbis geht an Pedro Pony. Das bin ich. Nee. Der Preis für den besten Kürbis aus Plastik geht an... Was ist das für ein Lärm? Da. Was ist das? Da ist ein Licht am Himmel. Oh. Das ist ja ein fliegender Kürbis. Das ist Peppas Kürbis. Boah. Hallo. Leider sind wir zu spät. Hallo, Peppa. Sind wir noch rechtzeitig für den Kürbiswettbewerb? Aber natürlich.
Der Preis für den besten fliegenden Kürbis geht an Peppa Butz. Hurra! Das ist das beste Halloween aller Zeiten. Peppa liebt Halloween. Alle lieben Halloween. Die neue Straße von Herrn Bulle. Peppa bringt ihren Goldfisch Goldi zur Untersuchung zum Tierarzt. Ich liebe diese Straße. Sie ist so wibbelig, wibbwackelig. Goldi mag sie auch. Der Fisch im Glas schwimmt rundherum, rundherum, rundherum. Stopp! Das ist Herr Bulle. Was machen Sie hier, Herr Bulle? Wir reißen hier die alte Straße auf und erneuern die Fahrbahn. Wird sie denn auch so wibbelig, wackelig, wie die alte Straße war? Nein, Peppa, sie wird schön gerade. Also, wenn ihr mich entschuldigen würdet, ich muss noch ein paar Kommandos geben. Und los jetzt, etwas mehr Tempo! Herr Bulle ist der Chef. Chefs geben gern Kommandos. Immer weiter so, Leute! Und wie bringen wir jetzt Goldi zum Tierarzt? Am besten laufen wir einfach hin. Peppa und Goldi sind bei der Praxis von Dr. Hamster angekommen. Dr. Hamster macht kranke Haustiere wieder gesund. Hallo Dr. Hamster, ich bringe Goldi zu ihrer Kontrolluntersuchung. Oh, sie ist topfit. War das schon die Kontrolle? Ja, aber sorge dafür, dass sie auch genügend Wasser trinkt. Oh, hallo, Herr Bulle. Hallo, Dr. Hamster. Wir bauen eine neue Straße. Entschuldigen Sie den Radau. Wie lange werden Sie brauchen? Ach, nicht so lang. Wir müssen nur dieses Haus hier abreißen. Sie können dieses Haus hier aber nicht abreißen. Nein, hierhin kommen kranke Tiere, um gesund zu werden. Wirklich? Ja. Können Sie nicht die Straße stattdessen um das Haus herumbauen? Ums Haus herumbauen? Herum? Aber dann ist die Straße doch nicht gerade. Und einige Leute haben keine Zeit, um etwas herumzufahren. Wenn es nicht drum herum geht, dann geht es vielleicht oben drüber. Nein, das wäre doch dumm. Und wie wäre es, wenn man unten drunter herfährt? Oh, ein Tunnel. Da hätten wir ganz schön was zu tun. Oh, da ist jemand an der Hintertür. Oh, hallo. Es ist der Bruder von Herrn Bulle. Hallo. Entschuldigen Sie den Lärm. Wir bauen eine neue Straße und müssen dafür dieses Haus hier abreißen. Dr. Hamsters Tierklinik steht genau da, wo die neue Straße entlang führen soll. Hallo zusammen. Herr Löffel ist der Straßenbauinspektor. Ich höre gar kein Kommando, Herr Bulle. Warum wird nicht gearbeitet? Dieses Haus hier steht im Weg. Ich habe gesagt, Sie sollen einen Tunnel bauen. Ja, ein Tunnel wäre gut. Ja, aber dann hätten wir ganz schön was zu tun. Sind Ihre Maschinen etwa nicht stark genug, um einen Tunnel zu graben? Was? Unsere Maschinen sind die stärksten Maschinen auf der ganzen Welt. Wir können einen Tunnel bauen. Ich grabe von dieser Seite und ich grabe von der anderen Seite. Und wir treffen uns in der Mitte. Hurra! Herr Bulle und sein Bruder graben einen Tunnel durch den Hügel. Stopp! Der Tunnel ist fertig. Und die neue Straße ist fertig. Hurra! Sie haben gute Arbeit geleistet, Herr Bulle. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und jetzt können alle die vielbeschäftigten Leute schneller da ankommen, wo sie hinwollen. Die neue Straße ist so schick und gerade, dass sie von immer mehr Fahrzeugen benutzt wird. Viel schneller ist man auf der Straße nicht. Es benutzen viel mehr Leute die Straße, als wir geplant hatten. Wir brauchen eine größere Straße. Und was wollen Sie dann jetzt tun? Es gibt nur eine Sache, die wir tun können, Peppa. Wir reißen die Straße auf! Peppa und Schorsch lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt. Alle lieben es, wenn Herr Bulle die Straße aufgräbt. Die Ritterburg. Heute machen Peppa und Schorsch einen Ausflug zu einer Ritterburg. Was machen wir denn in der Ritterburg, Mama? Schauen wir doch mal, was im Reiseführer steht.
Ist die Ritterburg spannend oder ist sie langweilig? Sie ist spannend. Gibt es da auch Ritter mit Rüstungen? Schorsch liebt Ritter mit Rüstungen. Jetzt wart mal ab, Schorsch. Vielleicht sehen wir sogar einen Drachen. Na, aber keinen echten Drachen. Ja, Papa. Drachen gibt es nur in Büchern. Aber nicht in Wirklichkeit. Peppa und ihre Familie sind an der Ritterburg angekommen. Willkommen zur Burgführung. Auto abstellen auf eigene Gefahr. Was soll das bedeuten, Papa? Ach, nichts, Peppa. Das ist immer so auf Parkplätzen. Zur Ritterburg geht's da entlang. Dort werden Sie von einem Ritter in Rüstung erwartet. Hallo. Es ist Herr Löffel. Er trägt eine Ritterrüstung. Unsere Burgführung beginnt hier, an der Kanone. Oh! Vor langer Zeit hat man mit dieser Kanone schwere Kanonenkugeln hoch in die Luft geschossen. Papa, feuert er wirklich die Kanone ab? Nein, das wäre ja gefährlich. Also feuern wir die Kanone ab. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, George. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Oh. Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes Mittelalter-Festmahl. Fantastisch! Hier bitte sehr, Ihr Festmahl zum Mitnehmen. Mittelaltes Käsesandwich, Hofner Gürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Und nun ist die Zeit für den Drachen gekommen. Schorsch, das ist aber kein echter Drache. Die gibt es nämlich gar nicht. Ja, seid nicht enttäuscht, wenn es nur Frau Mümmel ist mit einer kleinen Handpuppe. Oh! Boah. Frau Mümmel hat einen riesigen Roboterdrachen. Wollt ihr, dass ich ihn Feuer spucken lasse? Ja, bitte! Ich bringe ihn schnell auf den Parkplatz. Oh, aber da steht doch unser Auto. Noch ein Grund, warum wir sagen, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und damit ist die Führung zu Ende. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Ich glaube, das war für Schorsch der beste Ausflug aller Zeiten. Schorsch liebt Ritterburgen. Alle lieben Ritterburgen. Opas Spielzeugflieger. Peppa und Schorsch sind zu Besuch bei Oma und Opa Wutz. Schaut mal, hier ist etwas, das ich euch zeigen wollte. Oh. Mit dieser Puppe habe ich gespielt, als ich klein war. Das ist aber eine schöne Puppe. Darf ich sie mal halten? Ja, aber denk daran, dass Dolly sehr alt und zerbrechlich ist. Du musst also schön vorsichtig sein. Ehrenwort, Oma. So, jetzt genug damit. Wollt ihr zwei zur Abwechslung was richtig Tolles sehen? Ja, gerne. Dazu müssen wir aber in meinen Schuppen gehen.
Opa Wutz bastelt immer irgendetwas in seinem Schuppen. Ich schätze, es macht ihn glücklich. Schaut mal her. Oh! Ich nenne es Modell 1. Es ist mein erster selbstgebauter Spielzeugflieger. Pieperflieger. Schorsch liebt Spielzeugflieger. Kann es auch fliegen, Opa? Natürlich. Passt mal auf. Die Landung ist der schwierigste Teil. Das ist der beste kleine Flieger aller Zeiten, Opa. Er könnte noch besser sein, wäre er nur größer. Darum habe ich diesen gebaut. Modell 2. Boa! Immer schön langsam. Ja, wie ich schon sagte, landen ist das Schwierigste. Sehr schön, Opa. Das wäre ja dann ein für alle Mal erledigt. Und da du ja jetzt einen großen Flieger gebaut hast, besteht keine Notwendigkeit, noch einen zu bauen, richtig? Nein, Oma Wutz. Weißt du was? Ich hätte so gern ein Glas Orangensaft. Gute Idee, Opa Wutz. Will sonst noch jemand Saft haben? Ich gerne. Dann gehe ich mal hinein und hole uns etwas zu trinken. Dann bis später. Peppa, und vergiss nicht, auf Dolly aufzupassen. Ja, mach ich, Oma. Tschüss, Oma. Gut, jetzt kann ich euch zeigen, woran ich gearbeitet habe. Das ist Modell 3. Boah. Ja, es ist größer und besser. Es hat sogar einen eingebauten Pilotensitz. Da könnten wir doch Schorsch reinsetzen. Nein, das erscheint mir dann doch ein bisschen zu gefährlich. Oh. Vielleicht könnte Dolly ja die Pilotin sein. Aber Oma hat gesagt, ich soll auf Dolly aufpassen. Dolly wird das nicht ausmachen. Okay. Yippie! Jetzt noch ein bisschen mehr Tempo. Boah! Der Spielzeugflieger macht einen Looping. Dolly! Oh je, Dolly ist aus dem Flieger gefallen. Kein Grund zur Panik. Hurra! Probieren wir ein noch riskanteres Kunststückchen. Pass auf, da kommt das Haus, Opa. Kein Problem, die Tür steht offen. So, wo ist denn nun der Saft? Was war denn das? Seht ihr? Ich weiß schon, was ich tue. Schlauer Opa! So, jetzt müssen wir den Flieger nur noch lang. Immer schön langsam. Ah, Dolly! Ich hab dich! Hurra! Hier kommt unser Saft. Ah, Oma Wutz. Perfekt abgepasst. Was ist das? Es ist ein Spielzeugflieger. Ein großer Spielzeugflieger. Ja, das ist mir schon klar. Opa hat damit ein paar tolle Kunststücke gemacht. Und Dolly, hast du denn schön mit Peppa und Schorsch gespielt? Dolly ist in Opas Flugzeug ja, geflogen. Ja, wir hatten eine sehr schöne Zeit miteinander. Ja, Opa. Peppa und Schorsch lieben Spielzeugflieger. Alle lieben Spielzeugflieger. Neue Anziehsachen für Schorsch. Es ist ein herrlicher Tag. Peppa und Schorsch spielen im Garten. Matschepfützen! Peppa und Schorsch lieben es, in Matschepfützen zu springen. Schorsch, du bist so schmutzig! Peppa! Schorsch! Schorsch, meine Güte, so ein schmutziges kleines Schweinchen. Du musst in die Wanne. Und wir müssen deine Anziehsachen waschen. Oh. Schorsch wird in der Wanne gewaschen. Seine Anziehsachen werden in der Waschmaschine gewaschen. Die Sachen sehen aus, als hätten wir sie schon tausendmal gewaschen. Da sind lauter Löcher in Schorsch Anziehsachen drin. Wenn man Anziehsachen sehr oft wäscht, bekommen sie Löcher. Schorsch, ich sehe ja deinen Po. Es wird Zeit, dass Schorsch etwas Neues zum Anziehen bekommt.
Mama Wutz geht mit Peppa und Schorsch in ein Geschäft für Kinderkleidung. Hallo, Mama Wutz. Hallo, Frau Mümmel. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir brauchen ein paar neue Anziehsachen für Schorsch. Das trifft sich aber gut. Dies ist ein Bekleidungsgeschäft. Zuerst müssen wir mal Maß nehmen. Streck doch mal deine Arme aus. Schorsch hat Angst, dass Sie ihn gleich kitzeln wollen. Ich verspreche, dass ich dich nicht kitzeln werde. Meine Güte. Du bist aber ein großer, starker Junge. Da siehst du es, Schorsch. Frau Mümmel hat dich gar kein bisschen gekitzelt, stimmt's? Nein. Aber ich kitzel dich. Schorsch liebt es, wenn Peppa ihn kitzelt. Fein. Mal schauen, ob wir was Schönes für Schorsch finden. Wie wär's denn damit? Der wird dich schön warm halten. Oh. Am besten probierst du den Pullover mal an, Schorsch. Hier. Schorsch trägt einen großen, dicken Pullover aus Wolle. Der sieht kuschelig aus, Schorsch. Weiß ist vielleicht keine gute Farbe, wenn man gern in Pfützen springt. Wie wär's damit? Viele bunte Farben, gar kein Weiß. Schorsch, du siehst ja aus wie ein Clown. Nein. Schorsch möchte nicht wie ein Clown aussehen. Das sind zu viele Farben. Wie wär's mit einem Anzug? Und jetzt siehst du aus wie ein Pinguin. Ja, das sieht irgendwie nicht aus wie Schorsch. Wie gefällt Ihnen das? Der sieht genauso aus wie die alte Kleidung. Oh ja. Schorsch, du siehst aus wie du. Und was sagst du, Schorsch? Hurra! Schorsch mag seine neuen Anziehsachen. Papa, wir sind da! Oh, es gab für Schorsch wohl keine neuen Anziehsachen? Das sind seine neuen Anziehsachen, Papa Wutz. Es sind die gleichen wie vorher, nur ohne Löcher. Haha, verstehe. Können wir jetzt im Garten spielen, Mama? Ja, lasst uns doch alle im Garten spielen. Yippie! Da, eine Matschepfütze. Da hüpfe ich jetzt rein. Pitsche, patsche, mitsch, matsch, matsche, Pfützen. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch, platsch. Mit nem Pitsch, patsch hier und nem Pitsch, patsch da. Hier ein Pitsch, da ein Patsch, überall nur Pitsch, patsch. Pitsche, patsche, mitsch, matsch, matsche, Pfützen. Plitsch, platsch, plotsch, plitsch, platsch. Schorsch, deine neuen Anziehsachen sind ja schon wieder ganz schmutzig. Das sagt die Richtige, Peppa. Schau dich doch mal selber an. Du scheinst mir auch ein bisschen schmutzig zu sein, Papa Wutz. Du aber auch, Mama Wutz. Egal, es ist nur Matsch. Den waschen wir wieder raus. Also wenn wir sowieso waschen müssen, können wir uns doch noch viel schmutziger machen. Ja! Peppa, Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz lieben es, sich schmutzig zu machen. Alle lieben es, sich schmutzig zu machen.